So, da sind wir wieder. Neues Glück, neuer Wein, neue Runde. Neben mir wieder Tamas Schmollner, unser Tourismusexperte von Best of Hungary Tours. Und in der letzten Sendung, Herr Molnar, haben wir gesprochen über Flugverbindungen nach Ungarn und wieder zurück. Heute wollen wir mal sprechen über die Bahnverbindungen. Was gibt es denn da so Neues zu berichten? Also wenn man Angst vor Flug hat oder gerne mal die Landschaft während der Fahrt beobachtet, hat man die Möglichkeit, mit dem Zug nach Ungarn zu fahren. Es ist eine sehr schöne und gemütliche Alternative. Zwar braucht es mehr Zeit, aber manche mögen das auf diese Art und Weise halt. Und der Vorteil ist, genauso oder ähnlicherweise wie bei den Flügen, wenn man zeitig bucht, also sehr, sehr früh im Voraus, gibt es sehr, sehr gute Angebote von der Deutschen Bahn. Und sogar schon ab 29 Euro pro Fahrt, pro Strecke, kann man diese Zugfahrten nach Budapest buchen. Unglaublich. Also das ist ja, da fragt man sich, wie macht man das für 29 Euro bis nach Budapest? Ist es eine Non-Stop-Fahrt oder muss ich zwischendurch umsteigen? Also es gibt auch von gewissen Städten direkte Verbindungen nach Budapest oder halt mit Umsteigemöglichkeit in Wien, aber mittlerweile auch sehr, sehr unkompliziert. Also sogar gibt es direkte Verbindung. Was kann man so ungefähr sagen? Pi mal Daumen von Köln bis nach Budapest. Wie lange brauche ich da ungefähr? Ja, das sind schon etwa um die 13, 15 Stunden. Also muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, ja, und hoffen, dass die Deutsche Bundesbahn kein Problem mit irgendwelchen Klimaanlagen hat. Dieser Satz muss jetzt sein, weil es in Deutschland einfach ein bisschen festgehakt, diese These bei der Deutschen Bahn. Aber ansonsten fährt man ja doch recht gemütlich. Wird oft auch, habe ich gehört, von Jugendlichen wahrgenommen, ne? Ja, selbstverständlich, denn bei Ihnen mangelt es in den Sommermonaten nicht an Zeit. Also Sie haben in den Ferien etwas mehr Zeit und es gibt auch sehr, sehr günstige, wie gesagt, Pakete. Und von der anderen Seite ist die Möglichkeit da, zum Beispiel Schlafwagen zu buchen und dann kann man während der Nacht durchschlafen und in den Morgenstunden kommt man in Budapest halt an. Perfekt. Wir kommen nochmal zum Thema Wein. Also ich habe mich ja jetzt schon so ein bisschen durchgetestet hier. Ist ja wirklich ein Land oder eine Region für wirkliche Weinkenner. Kann ich mir denn auch als Weinkenner eine spezielle Weinreise zusammenstellen, dass man sagen kann, wirklich auf den Spuren des guten Weines in Ungarn? Auf jeden Fall. Das ist gerade eine unserer Spezialitäten, denn Wein und Wellness ist eine Tendenz, ein Trend, was sich immer mehr verbreitet. Und es gibt ja in Ungarn rundherum Weingebiete. Man kann das zum Beispiel diese Reise in Budapest starten und in der Region von Eger, was über Stierblut bekannt ist, über diesen bestimmten Rotwein, weiter in die Richtung von Ukraine, fast an der Grenze zur Slowakei. Ukraine ist Tokaj. Jeder kennt Tokaj, ist ein berühmter Name. Die Tokajer Weine sind ja mittlerweile weltweit bekannt. Und dann weiter in Süden, die Wilan-Weinregion, also Wilan, ist der Ort, wo die besten Rotweine von Ungarn produziert werden. In den letzten 20, 30 Jahren haben wir mittlerweile sehr, sehr viele sehr gute Winzer oder Weinkellereien entwickelt, die wirklich weltweit berühmte Weine produzieren. Also egal in welche Richtung man von Budapest aus losfährt, findet man sehr, sehr interessante Weinregionen mit hervorragenden Weinen und vielen Sehenswürdigkeiten. Und das kann man halt sehr gut kombinieren mit Wellness. Ich habe jetzt, so wo wir jetzt hier drin stehen, das ist eigentlich auch eine optimale Location für Incentives oder Meetings sogar. Wird sowas auch hier mittlerweile genutzt? Ja, auf jeden Fall. Denn Incentives sind eigentlich darüber bekannt, dass sie die Mitarbeiter oder die Kollegen belohnen. Und sie suchen immer ganz besondere, ganz ausgefallene Ideen. Und dieser Ort ist ja, man kann wohl sagen, einer der besten solchen Tipps für solch einen Zweck. Also eine Besonderheit, ein besonderer Ort und nicht zuletzt auch etwas für die Zunge, also für den Mund. Also guter Geschmack, ein bisschen verwöhnen, passt wohl in diesen Rahmen. Absolut, also da bin ich ganz Ihrer Meinung und mich hat man schon überzeugt hier. Und ich leite jetzt über zum nächsten Beitrag, denn es ist wieder an der Zeit, liebe Zuschauer, das Hotel des Monats vorzustellen. Da sind wir natürlich im Thema Wein bei dem Hotel Bonvino an der richtigen Stelle. Film ab. Das Schmuckehotel Bonvino liegt direkt am Balaton in Balaconi. Für Weinkenner und Wellnessfreunde ein Paradies.
Das Thema Wein ist hier überall mit umgesetzt worden. Die komfortablen Zimmer sind individuell und modern eingerichtet. Hier fühlt man sich nicht nur wohl, sondern hier fühlt man sich auch zu Hause. Im gastronomischen Bereich hat das Hotel ebenfalls einiges zu bieten. Wechselnde Gerichte auf der Karte oder das reichhaltige Buffet lassen keine Wünsche offen. Wein und Wellness können hier optimal verbunden werden. Der moderne und ruhige Wellnessbereich bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung. Am Abend kann man dann die guten Weine testen. Ungarn TV hat im Bonvino einen Hotelcheck durchgeführt. Das hervorragende Ergebnis sehen Sie in Kürze in einer speziellen Sendung. Ja, ein wunderschönes Hotel. Neben der Ruhe und der Liebe zum Detail auch die Nähe zum Balaton. Also ich bin selber da gewesen, liebe Zuschauer, und ich sage Ihnen, das war wirklich eine wunderbare Zeit dort in diesem Hotel Bonvino. Ja, wir sind jetzt aber wieder hier zurück im Weinkeller und es ist wiederum an der Zeit. Wir haben schon wieder die neue Runde eingeläutet. Nur sind wir zu dritt hier vor dem größten Weinfass der Welt. Keine Panik, liebe Zuschauer, das Fass ist noch voll. So viel war es nicht. Wir haben Ihnen noch was übrig gelassen. Besuchen Sie auf jeden Fall diesen wirklich spektakulären Weinkeller. Und ja, für Weinliebhaber haben wir im Abspann gleich noch ein kleines Paket zusammengestellt. Oder besser gesagt, Best of Hungary Tours. Für die, die wirklich mal die Köstlichkeiten hier im Bereich Wein testen wollen oder Weinliebhaber, die einfach auch die Regionen kennenlernen wollen, ganz klar, schauen Sie sich das Paket mal an. Ich finde es klasse, dass es sowas hier überhaupt gibt. Und wenn Sie einfach mal individuell da noch was planen, ja, rufen Sie doch Tina oder Tamas Mollner einfach an. Die helfen Ihnen da bestimmt gerne. Vielen Dank an dieser Stelle an Best of Hungary Tours. So, und da würde ich sagen dann, Ege Schecke Dreh. Ja, wir danken uns auch. Ja? Hat uns gefreut, ganz hier zu sein. Macht sich wohl von den Zuschauern. Absolut. So, und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder bei Budapest Live. Dann zu einem anderen Thema. Seien Sie gespannt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.